take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Anschi Gaming, Flo wieder am Start. Heute ist Freitag, es ist kurz nach 19 Uhr und wir gehen rein in die Preseason. Heute das dritte Video aus meiner Heimat, für euch sozusagen Flo to go. Und für mich ist es jetzt tatsächlich schon nach 20 Uhr. Ich habe es zeitlich leider nicht vorher hinbekommen, aber trotzdem wollen wir natürlich heute reingehen. Morgen dann wieder alles ausgewohnten Umfeld, Freunde. Falls ihr es trotzdem feiert, dass ich to go für euch heute am Start bin, nehmt euch kurz eine Sekunde Zeit. Extrem nice wäre es, wenn ihr kurz einen Daumen nach oben da lassen könntet. Falls ihr neu seid, solltet gerne kostenlos die Glocke aktivieren. Und wie immer, eure Interaktion auch extrem wichtig. Schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zum heutigen Content, zum Preseason-Start rein runter in die Kommentare. Und wir starten direkt mit der EA-Nachricht auf jeden Fall rein. Und zwar ist es da Nachricht vom EA Sports Team Preseason. Denn worum geht's denn da eigentlich? Viele sind auch neu in FIFA, kommen dann neu rein in EA Sports FC 24. Und genau darum geht es. Eben um den neuen FIFA-Teil, / EA Sports FC 24. Sie schreiben, ne, folgendes. Und zwar willkommen in der Preseason mit zahlreichen Möglichkeiten. Und zwar zur Vorbereitung auf Ultimate Team des nächsten Jahres. Also wir können quasi jetzt schon, wie der Name schon sagt, uns weiter vorbereiten und eben Belohnung holen für das nächste FIFA und Ultimate Team. Während der Preseason kannst du Ziele und SBCs im diesjährigen Ultimate Team erfüllen und so Boni für Ultimate Team des nächsten Jahres eben verdienen. Alle Boni für Ultimate Team des nächsten Jahres sind untauschbar und werden bis zum 12. Oktober 2023, und das ist wichtig für euch zu notieren, bis zum 12. Oktober werden die eben vergeben. Und diese Boni müssen eingelöst werden, Achtung, indem du dich bis zum 12. November 2023 eben beim nächsten Ultimate Team anmeldest, okay? Und Preseason-Boni sind eben nur innerhalb derselben Plattform übertragbar. Das ist vielleicht auch wichtig für die, die vielleicht dann wechseln wollen von den Plattformen her. Und dann heißt es hier eben QR-Code für weitere Informationen. Wird wahrscheinlich eh wieder nicht gehen. Aber auf jeden Fall werden wir da alle Informationen heute auf jeden Fall ranholen. Und zwar zum Start der Preseason bekommst du heute ein 85x10er-Pack for free, okay? Das du im diesjährigen Ultimate Team einlösen kannst. Ist jetzt die Frage, ob ich jetzt an die Konsole müsste, um es zu bekommen, oder auch jetzt über die Web-App holen kann. Das werden wir gleich auf jeden Fall uns anschauen. Ich habe die Konsole natürlich jetzt hier nicht mit, sonst werden wir es natürlich dann morgen im Samstag-Video sozusagen gemeinsam öffnen. Aber wir halten auf jeden Fall schon mal fest, wir bekommen alle ein Freepack, und zwar ein 85x10er Freepack, und das ist nice. So, dann haben wir auch noch eine zweite Seite, heißt es hier. Ah, willkommen in der Preseason und Season 9. Okay, Season 9 ist aber gestern schon rausgekommen, ist auf 3 Wochen verkürzt und startet parallel zur Preseason-Kampagne. Aha. Okay, in der du dich auf Ultimate Team des nächsten Jahres vorbereiten kannst. Sammle jede Woche Erfahrungspunkte in Challenges und Aufgaben, erziele Saisonfortschritte und sichere dir Boni. Neue Wochen und Tagesaufgaben bieten zahlreiche Möglichkeiten, Saisonfortschritte zu erzielen und Stadionthemen und Bonuspacks zu erhalten. Willkommen in der Preseason mit zahlreichen Möglichkeiten eben dann zur Vorbereitung auf das Ultimate Team des nächsten Jahres. Während der Preseason kannst du Ziele und Boni für Ultimate Team nächstes Jahr verdienen, wissen wir schon länger, inklusive Packs, Verbrauchs-Items und eben Spielerlei-Items. Die Preseason-Kampagne beginnt am Freitag, den 1. September. Das heißt, heute geht dann die Preseason-Kampagne los, wie eben jetzt logischerweise eben gesehen. Und das dann auf jeden Fall die Information, die wichtig ist und was wir von EA halt eben brauchen. Ja, und dann springen wir mal auf die Startseite. Das sind von gestern noch die 3 Items, um die ich mich kümmern muss in den Zielen. Ah, okay, war das jetzt hier das Trikot? Okay, können wir das auf jeden Fall mitnehmen? Nehmen wir gerne das Schwarze mit. Let's go. Da bin ich jetzt am meisten gespannt, was wir in den Zielen am Start haben. Neue Ära. Hol dir das neue Ära-Pack im Ultimate Team des nächsten Jahres. Enthält ein 2 seltenes Goldspieler-Pack. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch blöd, dass es hier nicht angezeigt wird, ne? 85x10er. Ein 85x10er-Pack. Das ist wahrscheinlich dann das fürs diesjährige FIFA. Und dann haben wir hier... Oh, Arnautovic. Let's go, Moments, Alexis Sanchez und Arnautovic, Freunde. Also ich finde es hier mal ein bisschen unübersichtlich sozusagen in der Web-App selber drin. Aber ich weiß nicht, wie da eure Meinung ist. Ich weiß nicht, ich glaube, wir gehen am besten mal, bevor wir gleich irgendwelche in Packs oder so weiter und so fort gehen und SBCs, gehen wir einfach rüber, obwohl, ich habe das jetzt am Start, Alexis Sanchez, Arnautovic schließen dieses Ziel ab, um Spieler-Moments-Version von Alexis Sanchez, Marco Arnautovic, zu erhalten. Okay, 5 Aufgaben, wir haben 1 Woche Zeit für das Ganze. Das sieht schon mal gut aus. Was wichtig ist, die Tagesanmelde-Upgrade-SBC natürlich. Da geht ihr auf jeden Fall heute rein, wir werden das gleich auch machen. Aber vorher möchte ich mal kurz einen Überblick mit euch gewinnen. Oh, there she... Ah, Freunde, da ist ein Henri. Da ist er endlich am Start. Let's go. 99er saftiger Henri bei Footbin am Start. Ja, dann gehen wir direkt mal zu den SBCs, Freunde. Jetzt ist schon 8:30. Mason Mount.
Alright, Mason Mount und Rice quasi als Showdown SBC. 97er Karten da am Start. Schön auch direkt die transferierten Karten nehmen. Also das ist natürlich jetzt auch das Thema sozusagen von der Preseason, wie wir es auch letztes Jahr quasi kennen. Es werden natürlich jetzt gerade transferierte Karten eben dann auch zum Thema gemacht. Dann haben wir am Start die 90 plus Tots Shapeshifter oder Footies Player Pick Geschichte. Okay, ein interessanter Player Pick. Kann ich nicht ganz verstehen. Die Football Community auch nicht. 89% Daumen runter. Und dann haben wir die Daily Gold Upgrade, wieder 11 Goldspieler-Pack am Start mit eben einem seltenen, ja, das ist zum Craften halt extrem nice. Und dann haben wir hier die New Era-Geschichte, eine neue Ära. Und da haben wir einen Player-Pick, den werden wir auf jeden Fall gleich mal machen, Freunde. Zwei Player-Picks, 85 plus geratet, zwei zur Auswahl. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und da geht es eben um diese Objective-Geschichte, die ich euch eben gezeigt habe, die New Era-Geschichte. Also complete this challenge to progress towards earning the new era objective group reward. Okay, das sieht schon mal wild aus. Und dann haben wir Terry Ori. Oh, er ist endlich am Start, Freunde. Als 99er gerated Karte. So muss es sein. Perfekt, perfekt, perfekt. 95% Daumen hoch, sagt er. 14 Segmente. Gucken wir uns gleich an. Vorher möchte ich euch zeigen, in Packs, was ist denn da jetzt eigentlich drin? Das ist das, was ich auf jeden Fall eben schon direkt gesehen habe. In Packs haben wir jetzt zum Beispiel CR7. Wir haben Lewandowski, Mbappé, wir haben Di Maria, Bellingham, Touré, Alvarez, wir haben Alvaro, Gomez, Ronaldinho, Hüllet. Wir haben natürlich noch viel mehr am Start. Das ist aber auf jeden Fall der neue Loading Screen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wild, dass wir da auf jeden Fall jetzt weitere Promokarten natürlich im Packs haben. Aber nichts anderes haben wir, wenn wir ehrlich sind, natürlich auch erwartet. So muss es sein. Und Terry Henry hier am Start. Warum hat er kein eigenes wie Iker Garcias? Wie hat er hier kein eigenes Symbol? Okay, das weiß wahrscheinlich jetzt in dem Fall nur Footbin. Aber ich würde sagen, ich gehe kurz mal in die ein oder andere SBC, dann sind wir gleich wieder zurück und dann gucken wir uns mal Henry und die neuen SBC-Karten auf jeden Fall an. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr wild aus. Und vor allen Dingen Sanchez und Arnautovic. Warte, können wir gerade nochmal auf die neuen Spieler gehen? Sanchez und Arnautovic kriegst du halt durch die Objectives einfach. Freunde, was ist eure Meinung dazu? Aber das ist doch mal absolut wild. Das ist doch absolut wild. Wie gesagt, ich habe es gestern ein bisschen erwähnt. Ich finde es so ein bisschen blöd jetzt hier, das Ganze mit euch über den PC zu machen. Ist gerade einfach keine andere Möglichkeit, Freunde. Aber wie gesagt, morgen ist ja wieder alles quasi beim Alten. Und da wird es auf jeden Fall auch wieder wild. Aber ich gebe kurz drei Duplikate ab und dann gehen wir rein in Packs oder natürlich in die SBC. Let's go. So, Freunde, da bin ich zurück. Wir fangen an mit der Tagesanmelde-Upgrade-SBC, der Preseason. Wie gesagt, ein Bronzespieler, den wir da natürlich abgeben müssen. Zack, haben wir schnell gemacht. Belohnung abrufen, fertig aus. Mickey Mouse. Dann gehen wir ganz weit runter bei den Upgrades, denn da finden wir die neue Ära. SBC. Und da habe ich erstmal gedacht, was ist das für ein Squad, den wir abgeben müssen? Es ist tatsächlich nur ein genauer Bronze-Squad und Zahl der Spieler im Team sind einfach 11. Ja, ich habe jetzt hier Non-Rare Bronze genommen, die natürlich untradable sind. Auch hier gehen wir wieder Spieler eintauschen, holen uns schon mal natürlich jetzt zum Preseason-Event diesen Player-Pick auf jeden Fall mit. Sehr, sehr nice. Und damit haben wir auf jeden Fall die beiden SBCs, die Muss sind, auf jeden Fall schon mal abgehakt. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir den zielen. Okay, hier haben wir ein weiteres Pack. Abrufen, perfekt. Meilensteine, Ziele. Okay, also neue Ära. Hier seht ihr, 1 von 3 müssen wir da craften. Hier jetzt 2. Da können wir auch dann wieder zum zweiten Abschluss ein 84x2er-Pack mitnehmen. Let's go, Freunde. Aber wie gesagt, ich habe es ja gestern schon gesagt, die Packs öffne ich lieber mit euch dann tatsächlich an der Konsole. So, aber der Player-Pick, der muss jetzt geöffnet werden. Perfekt. Wir gehen direkt einfach mal mit einem dicken Smalling, Freunde. Bestätigen wir das Ganze mal. Bonus holen. Let's go. Und ich weiß nicht, ist er noch tradable? Oh, perfekt, Freunde. Ich habe noch den einen tradable am Start. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt auch direkt in das 85x10er Free-Pack gehen, wenn wir denn so möchten und so wollen. Ihr seht die anderen Packs. Freunde, ich würde sagen, wir machen wirklich morgen die restlichen Packs an der Konsole auf. Das gefällt mir einfach lieber. Wir machen mal heute das 85x10er Freepack auf jeden Fall. Oh, direkt Footies. Jawohl, habe ich noch nicht am Start. Nicker Gomez. Alter, was ist denn hier bitte los? Nee, ne? Freunde. Hä? Ich bin mal sehr gespannt, was wir morgen im Video für ein Packlack haben, denn da bin ich ja dann quasi 3-4 Tage nicht an der Konsole gewesen und es ist ja hier und da schon ein bisschen bestätigt, dass wenn man länger nicht an der Konsole dran ist, im Ultimate Team selber drin, also ausgeschlossen Web-App oder an der Handy-App, dass man dann mehr Packlack hat, Freunde. So, jetzt war ich heute gar nicht, noch nicht mehr in der Web-App am Start und wir kriegen hier einfach direkt so ein fettes SBC-Futter.
Das ist doch mal absolut wild und ich weiß es gar nicht. Aber Preisvergleich, wir sind doch auch preislich noch gut dabei bei dem Gomez. Aber da gehen wir jetzt direkt mal hier natürlich uns das Ganze anschauen. Also, das kann ja nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir müssen hier in die, okay. Gomez, guck mal rein. Das ist doch wild, oder? Also, wie viel Glück kann man denn haben? Ja, perfekt. Perfekt, Freunde. Jetzt lädt es noch nicht mal. 292.000 immer noch. Ich dachte, er ist immer noch viel, viel weiter runtergegangen. Let's go. Freunde, wie nice ist das denn? Wir sind nur in einem 85er-10er reingegangen und direkt einfach fast 300k-Spieler. Und das ist der IV. Wir haben gestern über IVs gesprochen mit der Caballo SBC, Freunde. Das ist genau das Problem. Wir haben die Alternativen in der IV einfach so am Start. Und wir nehmen jetzt hier einfach Joe Gomez quasi for free mit aus dem 85er-10er, Freunde. Besser geht es wirklich nicht. Ødegaard kümmere ich mich später drum. Und den Rest, wie gesagt, ich verspreche es euch, wir werden auf jeden Fall morgen alle anderen Packs öffnen, wenn ich dann wieder an der Konsole bin. Aber lasst uns jetzt heute nicht zu lange machen hier. Ich will jetzt mit euch nochmal die SBCs im Überblick uns anschauen. Also, Mason Mount, zwei Segmente. Was müssen wir abgeben, ey? Gucken wir da erstmal rein. Ein 88er und ein 89er. Ja, das ist schnell gemacht. Können wir auf jeden Fall mit leben. Dann haben wir Declan Rice, der sogar nur mit einem Segment. Wait, what? Oh, aber dann dicker 91er. Okay, also im Endeffekt gleicht sich das dann aus. Würde ich sagen, Mason Mount leicht teurer. Aber ein Rice, wahrscheinlich auch aufgrund der Position wieder ZM. Er kann IV sogar auch spielen. ZM und rechter Flügel und ZOM bei Mount am Start. Interessant. 90 plus Player Pick. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber kann ich einfach 0,0 nachvollziehen? Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ich verstehe es nicht. Ja, und dann haben wir die New Era-Geschichte. Also die empfehle ich auf jeden Fall, Freunde. Da auf jeden Fall reingehen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Repeatable, ist die All-Time Repeatable? Naja, werden wir uns nachher auf jeden Fall nochmal anschauen. Dann haben wir Terry Henry, oder wir gucken uns gerade mal an. Da bin ich jetzt zu neugierig. Gehe nochmal runter zu den Upgrades. Ah, es ist so unübersichtlich an der Web-App, ne? Ich bin froh, wenn ich morgen wieder zu Hause bin, Freunde. Warum ist er am Start? Nee. Nee, da unten, okay, dann ist sie wahrscheinlich daily einmal zu machen oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist sie eine Woche da und da gehen wir auf jeden Fall daily rein. Ja, Terry ist am Start und das ist auch der SBC, Freunde. Ich glaube, die ist ein No-Brainer. 14 Segmente, da wisst ihr, wie wenig das ist. Es wird jetzt losgehen mit einem Bronze-Squad wahrscheinlich, wieder ein Silber-Squad. Und dann, weiß ich nicht, wieder der Loan mit inkludiert. Bronze-Squad, Silber-Squad. 82er für den Loan. Also, da reden wir über 11 Segmente. Wir reden über einen 85er, wir reden über einen 88er, wir reden über einen 90er. Noch ein 90er, 91er, noch ein 91er und noch ein 91er. Alright. Und dann geht's los mit einem noch ein 91er. Das ist dann der 92er. Hallo? 91er. Hier ist der 92er und hier der 92er. Okay. Also, ich würde aber trotzdem sagen, ihr habt es gerade gesehen, was ich aus einem 85x10er bekommen habe. Ihr habt gesehen, was wir jetzt für Special-Karten aktuell in Packs haben. Und wenn wir im Verhältnis sehen, wie teuer beispielsweise Ronaldinho SBC beispielsweise war, müssen wir an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, die 99er Ori-Karte ist auf jeden Fall Gönnermodus, ist nice, ist top, freut mich sehr. Und diese Karten, die wollen wir uns natürlich jetzt nochmal genauer anschauen, diese neuen Spieler. Fangen wir mal mit den Objectives-Karten an, wir gucken uns gleich auch nochmal an, oder komm, wir fangen direkt mit einem dicken Terry Ori an, warum auch nicht. Also, roundabout 1 Million, 5-Star, let's go. Von der 98 hoch auf die 99 und wir haben einen ordentlichen Schussboost nochmal mit plus 4. Ich meine, habt ihr das gesehen? Er hat einfach 99, Longshots auf 97, der Rest 99. Wir haben 99er Dribbling am Start, auch da alles bis auf Balance auf 99. Da freue ich mich sehr drauf, den auf jeden Fall mal zu spielen. Also, wer jetzt keinen heftigen, kranken, geisteskranken Squad hat, da weiß ich auch nicht Bescheid. Also, Rice genauso, brauchen wir nur kurz drüber schauen. 9 Sterne, 90.000 Münzen, 95.000 Münzen. Für so eine Allrounder-Karte frage ich mich, warum so einen schlechten Schuss hat, 81 nur. Aber gut, die wichtigen Stats sind auf jeden Fall da. Ja, das sind alles No-Brainer. Auch die Mount SBC, die jetzt zwar 2 Segmente ist, ein bisschen teurer, 5 Sterne, 4 Sterne hat er. Auch hier alles auf Dev, 99 Ausdauer ist am Start. Also, wie gesagt, das ist jetzt wirklich einfach, das könnt ihr jetzt wechseln, wie ihr wollt. Und dann bekommt man noch einen Arnautović und einen Sanchez. 5 Sterne, 4 Sterne, Arnautović back bei Inter.
Und Sanchez, back bei Inter von Marseille, wieder zurückgekommen. 5 Sterne, 4 Sterne auch er. 99 Dribbling, alter Falter, Eieieiei. Freunde. Und lass uns da mal direkt hier über Footbin schauen, weil es einfach übersichtlicher ist. Oder vielleicht finden wir es auch jetzt hier über die Ziele relativ schnell. Zack, Moments Arnautovic. Also, 12 Spiele. Spiele 9 Games. Allgemein. Wir kriegen ein kleines Peinliches Pack. Dann erzielen in 5 separaten Partien ein. Ja, toll, dann wird es uns wieder nicht angezeigt. Ist das denn ernst? Und dann können wir hier nur auch noch. Das ist doch dumm. Also, die Web-App ist doch auch schon so dumm programmiert. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. So, was müssen wir jetzt hier machen? Objectives. Wenn du keine Konsole hast, bist du einfach out of order. Also hier, Sanchez ist der Gruppenlord. Das haben wir jetzt soweit verstanden. So, was müssen wir jetzt hier machen? Einfach score a goal using einfach ein Stürmer? In 5 separaten Matches? Ernsthaft? Okay, das ist wirklich geschenkt. Also jetzt ernsthaft, Freunde, das ist wirklich geschenkt. So, 7 Partien, Squad Battles. Ah, okay, mit Arnautovic in der Startelf, okay. Und der Rest ist auch mit Arnautovic. Okay, das heißt, wir müssen mit Arnautovic dann die jeweils restlichen Aufgaben machen. Und hier haben wir dann, das ist aber jetzt wirklich nur anscheinend wirklich auf das FIFA basiert und hat eben nichts damit zu tun, was eben dann mit den EA Sports FC Geschichte zu tun hat. Also das ist auch schon mal good to know. Preseason Daily Login Upgrade haben wir soweit gesehen. Join the Club haben wir dann noch am Start. Okay, da haben wir dann ein 84x3er Gold Pack für jetzt das neue FIFA. 15 Tage remaining. Earn the Join the Club in the next year's Ultimate Team containing a pack of 3. Okay, das sind jetzt quasi jetzt die Packs, die wir uns hier holen können. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga und Ligue 1. Okay, und das sind dann quasi Packs, die wir dann fürs nächste FIFA uns holen können, wenn ich das richtig verstehe. Und New Era ist dann hier auch. Earn the New Era Packs in next year's Ultimate Team contains... Okay, das heißt... Oh, guck mal. Da sind 2 seltene Goldspieler drin. Ein Base Hero, 5 Game Loan Pack. Und eben Coins Boost, wie wir es halt kennen. Alle Rewards natürlich untradable. So, und da müssen wir jetzt einfach 3-mal diese New Era SBC machen. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Hallo? Öffnet sich das? Ja, doch, es ist geöffnet. New Era Challenge 1. Okay. Und 5 oder 8. Haben wir uns das gerade eben schon abgeholt? 2-mal und 3-mal. 3-mal einfach nur abschließen? Wait, ist das ein Scherz? Ist das ernst gemeint? Neue Ära. Das ist doch wild. Guck mal direkt ein 558 Plus Pack. Ach, ich liebe es. Neue Ära Challenge. Zack, 3-mal abschließen. Insgesamt nur 3-mal abschließen. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber so muss es sein. Der Gönner-Modus ist jetzt da, Freunde. So muss es sein. Ich kümmere mich um Ødegaard und Co. Und dann werden wir uns auf jeden Fall morgen in die Packs und Co. auf jeden Fall reinwerfen sozusagen. Werden das Ganze machen. Aber wir halten auf jeden Fall fest. Arnautovic, Sanchez, auf jeden Fall ein Win. Mason Mount und Rice, auf jeden Fall auch die Option über die SBCs wieder. Weitere Top-Karten zu holen. Ori, absoluter Win. New Era SBC, auch ein Win. Daily Gold Upgrade wird beim Craft wahrscheinlich dann ab Montag auch nochmal Relevanz haben. Ist 20 Tage insgesamt ja da. Und dann haben wir vor allen Dingen die 90-plus-Player-Pick-Geschichte, wo ich sage, das dann eher wohl ein L. Der Rest aber, wir bekommen ein Free-Pack und der SBC Objective Content, auf jeden Fall ein Win. Da geht ein fettes GG an EA auf jeden Fall raus. Ja, und falls ihr jetzt noch Lust habt, mehr von mir zu sehen, dann checkt gerne hier irgendwo auf dem Screen auf jeden Fall ein weiteres Video von mir ab. Ich freue mich auf jeden Fall morgen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Dann wieder aus alter, gewohnter Umgebung sozusagen. Und dann ja, wird es wahrscheinlich packlässig auf jeden Fall extrem eskalieren. Falls ihr dann nicht verpassen wollt, gerne die Glocke kostenlos aktivieren. Auf dem Weg Richtung 6000 Abonnenten. Und damit euch einen entspannten Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.